Hallo Leute, nach dem grandiosen Cliffhanger vom letzten Mal, und zwar wo ich auf Platz 1 und ich bin übrigens Harro und Renton an meiner Seite hier auf Platz 2 war. Und ich habe ihn besiegt. Genau, letzte Folge hast du tatsächlich einmal mich besiegt. Endlich. Zeit, dass sich das ändert. Es geht los in 3, 2, 1, go! Oh, natürlich der Turbo komplett versaut, aber egal. Aber ich liebe die Stage wirklich, weil die ist nämlich auch beim 3DS dabei. Achte mal, wenn du jetzt hier drüber fährst. Na, ah, cool. Geil, ne? Alter, was soll das denn jetzt hier? Ich werde von links und rechts attackiert. Die, die Pflanzen, die... Ja, die Piranha-Dinger sind immer scheiße. Na, ah, cool. Hui! Oh, das ist knapp. Oh. Die Note guckt auch voll süß. Oh Gott, das ist ja krass. Das hat er nämlich wieder überholt. Ja, ich wollte gerade schon fragen, ob du das überhaupt gemerkt hast. Aber du hast es gemerkt, das ist schön. Egal. Ich möchte gar nicht gewinnen. Ich möchte gar nicht gewinnen. Okay, dann lasse ich dich extra gewinnen. Ah. Das kann ich auch nicht auf mir sitzen lassen. Ha! Jetzt werdet ihr alle voll getintet. Ah, das überlebe ich noch. Ah. Das habe ich groß... Och Gott, ey. Mit so klein. Direkt diese Kombination auch immer. Das war ich aber nicht. Oh, jetzt werde ich auch noch klein gemacht. Ach, ja. Ja gut, wenn du überfahren bist, dann... Och, das ist scheiße, ey. Ich muss mich gerade so ultra konzentrieren. Ja. Es ist wirklich auch jetzt nicht unbedingt die leichteste Strecke. Ach. Vor allem, wenn man sie halt länger nicht gespielt hat. Und außerdem muss man auch mal die Musik ein bisschen genießen. Ja. Die hat es ja schon auch ein bisschen in sich. Vor allem wie die Piranha-Pflanzen. Vielleicht muss man gucken, wenn du bei denen vorbeifährst. Die gehen ja auch im Takt mit dabei. So geil. Boah, verdammt, noch gerade erwischt. Boah. Hui. Also bin ich gegen den Block gefahren. Ha, da höre ich doch einen Nein! ganz lästig hinter mir herkreischen. Ja, ja, ja. Hast du aber den goldenen Pilz gehabt? Ja, gehabt. Okay. Hat mir aber auch nicht viel genutzt. Ja, leider. Ja, jetzt krieg ich noch. Ja, komm, überholt mich alle einfach. Das ist so. Man wird am Ende dann nochmal so in den Dreck getreten, so von allen, die vorbeilaufen. Ja. Ach, so, herrlich. So, man hat ja schon genug genau hinten reingekriegt. Ja. Ja, jetzt hast du leider deine Aufholphase ein bisschen eingedämpft, ne? Ja. Aber egal. Wir spielen das ja auch hauptsächlich zum Spaß. Für euch, nicht für uns. Apropos N64-Teil, da haben wir ja letzte Folge sehr viel drüber gelabert. Hier ist das Yoshi-Tal, was ich damals nicht so geil fand. Also, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Weil so kuddelmäßig komplett durcheinander ist. Aber die Musik ist geil. Schön Bluegrass-mäßigen Country-Musik. Von wo muss man herfahren? Links, rechts? Such dir einfach... Ach Gott. Such dir einfach am besten eine Strecke halt aus und fahr die einfach zu Ende. Ich glaube, die sind so von der Länge ungefähr gleich. Klar, es gibt wohl immer welche, die noch ein bisschen schneller sind, aber hey, guck mal, jetzt bin ich einen komplett anderen Weg gefahren wie du und trotzdem sind wir hintereinander. Was ich aber hasse, ist, dass man Goldmünzen als Item kriegt. Los, fahr nach vorne. Also, wir sind ja Erster und Zweiter. Alles gut. Ja, eben. Ich block von hinten. Wie wollen wir jetzt etwa hier Team-Kram machen, oder was? Ja, ich habe ja wohl keine andere Wahl, groß. Ja, cool. Ich meine, gut für mich, ne? Ich
Ich bin auch eh nur Fünfter. Überholen werde ich dich ja eh nicht mehr im Ranking. Ja gut, das stimmt. Aber das ist sehr nett, weißt du? Ich wäre jetzt knallhart Eigenkämpfer gewesen. Und du bist wenigstens noch wenigstens sozial und unterstützt mich in meinem grandiosen Sieg. Wobei, vielleicht können wir irgendwann mal, wenn wir noch mal ein bisschen Mario Kart spielen, vielleicht können wir da mal einen Online-Modus drüber machen. Und, weil das ist nämlich immer auch interessant, online das Ganze zu spielen. Das habe ich eine Zeit lang echt Mario gemacht. Ist jetzt hinter dir, da kann ich nichts. Ja, ich habe hier eigentlich noch einen guten Block hier mit meinem grünen Panzer. Also wenn er alles andere als fuck, das Ei. Naja, aber wir sind auch erstmal noch in der zweiten Runde, von daher. Fick dich, Mario. Danke. Ah, verdammt. Oh, jetzt hab ich's verkackt. Na egal. Die rote Schildkröte hat mich voll ins Gras geschleudert. Die rote Granate. Okay, letzte Runde. Jetzt nochmal alles geben. Ich habe mich gerade nicht getraut, Vollgas zu geben. Vollgas. Vollgas, ja. Insider für die coolen Leute. Ah, da gibt es ja wirklich Abkürzungen. Habe ich gerade gemerkt. Die auch was bringen. Na gut, oh! Ich habe mich jetzt einfach auf eine Strecke festgeschustert. Ich weiß jetzt nicht, ob das die beste Variante ist, die ich hier fahre, aber sie ist zumindest auch nicht schlecht. Ach ja, jetzt kriege ich wieder. Du bist wieder in den Dreck gehauen. Ja. Oh Gott! Das ist ein Bumerang in der Nähe. Oh Gott. Mario hat mich jetzt fast in letzter Sekunde noch überholt. Aber meine glorreiche Banane hat ihn aus dem Weg befördert. Mann, bin ich stolz auf meine Banane. Und ich verteidige meinen 5. Platz. Ja. Du bist... Ich glaube, du müsstest sogar aufgestiegen sein jetzt im Ranking. Willst du mal gucken? Nee. Na, okay, doch nicht. Aber zumindest bist du auch nicht abgestiegen. Ist ja auch schon mal was. Okay. Gucken wir uns mal direkt die Ergebnisse an. Ich muss doch sagen, ich bin ganz Newbie und wir spielen gerade gegen natürlich super schwere, das extremste Computerfähigkeit überhaupt. Ja genau, wir haben hier auf 200 Kubikmeter und auf Hardcore. Auf Legendary. Auf Legendary Awesome. Ne, die fahren auf 200 Kubik und wir nur auf 100, weißt du? Genau. Ach, guck mal. Außer in Sorbetland, wo ich nur Zweiter geworden bin, war ich überall Erster. Aber naja, egal. Da habe ich dir den Sieg abgerungen. Ja. Aber mein eine Sache... Sieg, ja, dein kleiner Sieg. Ach, guck mal, wie schön. Da ist ein Mario hinten drauf. Ey, guck mal, ich habe ein neues Fahrzeugteil. Haben wir hier freigeschaltet. Ja, vorne ist ja diese... das Ding ist... Das Tanuki-Ding. Das dich dann zu diesem Waschbären verwandelt und hinten ist halt der Waschbär mit dem Schweif. Du musst noch auf A drücken. Ja. Weil wir spielen jetzt noch mal eine Runde in dem brandneuen 200 Kubik-Modus Hyperbike. Alter, die werden ja hier wie die Street Fighter-Teile, ey. Turbo, Hyper, Super. Megabike. Ich bleib aber hier mal meinem Rallye-Gerät. Aber ich wette, ganz viele Mario Kart Profis haben sich komplett schon alle Items irgendwie durchgefuchst und wissen ganz genau, was die perfekte Möglichkeit ist. Wir wissen es nicht und deswegen nehmen wir einfach nur das, was cool aussieht. Ich versuche mal jetzt mal, weil ich ja eh nicht so der... Was war das denn hier? Das war das Hyperbike, oder? Genau. Das kannst du gerne mal fahren. Das ist ja eigentlich ganz cool. Gibt's eigentlich eine E-Sports-Liga für Mario Kart? Wahrscheinlich nicht, ne? Gewiss. Das ist Smash Bros. War ja jetzt sogar die Evo. Evo oder irgend so. Genau, da war halt dieser Battle-Modus. Wir machen jetzt mal noch eine schnelle Runde in dem neuen 200cc-Modus. Welche nehmen wir denn dafür am besten? Ja, so. Also eigentlich wäre Regenbogen Boulevard dafür eigentlich am besten. Ja.
ist die längste Runde, glaube ich. Und dann können wir noch mal ein bisschen was zeigen. Ist übrigens die letzte Strecke von 64 für alle Leute, die 64 nicht gespielt haben. Kennst du die? Die Regenbogenstrecke? Das ist alles viel zu lange her. Okay. Ja, stimmt, es jetzt auch wieder mindestens 10 Jahre her. Oh Gott, man wird so schnell alt. Aber jetzt halt 200 cc. Ich bin mal gespannt, wie schnell es sich anfühlt. Habe ich es ausgewählt überhaupt? Also seit dem N64 habe ich kaum noch Nintendo-Sachen gespielt, bis auf die Handhelds. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal noch mal ganz kurz abbrechen, weil ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher bin, ob ich überhaupt 200 cc gewählt habe. Entschuldigung, Leute, aber irgendwie habe ich gerade... Wir haben aber ohne CPUs. Wieso hast du keine CPUs da rein? Ja, weil ich dachte, wir machen nur eine lustige Runde zwischen wir beide. Ach nö, ist auch... irgendwie. Okay. Dann machen wir mit CPUs diesmal. Und du hast nur 100. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Hier 150 gespiegelt. Ach, hier haben wir 200 cc. Okay, mit... komm normal. Okay. Jetzt können wir euch diese Strecke zeigen. Tut mir leid, ich habe es gerade irgendwie voll vercheckt. Aber so ist das nun mal, wenn man Mensch ist. Wir sind ja jetzt noch alle keine Götter. Also verdammt nah dran, aber noch nicht ganz. Düm-di-düm-di-düm. Wie ist denn dein erster Eindruck jetzt von Mario Kart 8? Du spielst ja jetzt heute zum ersten Mal. Gefällt's dir? Ja. Sehr sogar. Okay, das ist schon mal cool. Ja, das fühlt sich schon viel schneller an. Okay. Alter, das hat jetzt aber schon auch was von F-Zero. F-Zero, was war das denn nochmal? F-Zero... Ach, das war diese Line Rider, wow. Oder genau, wie? mit Captain Falcon als Hauptcharakter. Oh. Ich find's ein bisschen schade, dass wir nicht von vornherein auf 200 cc gespielt haben. Gott, vor allem die Regenbogenstrecke. Ja, ist wie so ein Trip. Wow. das ist echt... Ach, fuck, ich bin rausgefallen. Nein. Oh. Ist auch rausgefallen aus derselben Kurve. Ey, aber du warst auf Platz 1, Alter. Bisschen weiter. Es geht mit dir ab. Ja, ich hab, glaube ich, das Bike ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das Hyperbike? Oh, Hyperbike. Ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, ich bin rausgefallen. Wir sind genau in derselben Kurve rausgefallen wie ich. Okay. Ey, aber hier ranhängen wir aber noch mal eine Runde ran, oder? Dann machen wir heute mal ein bisschen länger. Gott. Bam. Mir gefällt das echt gut, ey. Scheiße. Boah, nochmal drei rote. Oh. Kann man die eigentlich auch in der Luft abfeuern? Nee. Ja. Achso. Es war nur eine Runde. Oh. Ja, beziehungsweise es war halt eine Strecke, die in mehrere Segmente geteilt ist. Ah, komm, wir machen noch ein Rennen. Achso. Achso, eine ganz lange Runde. So genau, das war jetzt quasi eine Strecke in Segmente geteilt. Ich dachte auch, es wären mehrere. So eine Bowser, gibt es ja auch so eine Bowser Castle, wie damals beim N4 SNES? Bowser Festung. Da ist so. Bowsers Festung. Wir können die gern fahren. Aber Classic, so, nee. Wo? Nee, bei den Classic, das sind immer nur die unten. Hier, die sind halt die Classic. Das ist auch Kumu-Weide von Wii, GBA, DS. Toads Autobahn, das ist auch ganz lustig. Komm, wir nehmen mal hier die Bowser. Ja. Ist eigentlich... Nein, ach, scheiße. Knapp. Jetzt aber. Ja. Achso. Mann, das macht echt Laune. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine schnelle Runde Quake oder so. Boom. Sieht aber auch richtig gut aus. Ja. Wie gesagt, also man sagt zwar immer, grafisch kann die Wii nix, aber wenn ich mir sowas angucke, bin ich doch schon begeistert. Das sind halt einfach Texturen. Das ist so wie Borderlands. Borderlands verliert auch nie seinen Charme. Ja. Also von der Grafik her. Ja. Ach Gott. Ist ja immer dahingestellt, ob du das Gameplay magst, aber... Ja. Nee, ich finde auch Borderlands vom Stil her finde ich es ganz cool. Nur ich weiß auch noch, dass damals viele Leute enttäuscht waren und es gab ja die ganzen Mods auch für PC, wo du das quasi... ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ach Gott, man fliegt ja auch wirklich links und rechts überall raus. Also man muss für 200 Kubik muss man sich auf jeden Fall nochmal neu... Oh,
quasi auf das Spiel einstellen. Wow. Du bist vor mir. Soll ich fies sein? Direkt vor dir, oder was? Fuck, ja. In die Kurve. Jetzt bin ich noch fieser. Oh. Der Border-Karte, da müssen wir auch ein bisschen fies sein. Ja, wenn wir schon mal ein Bösewicht zu Hause ist. Alter, ich bounce hier von Ecke zu Ecke und raff hier gar nichts, ey. Oh, das macht aber schon echt Laune. Oh, jetzt bist du hinter mir. Jetzt kannst du dich revanchieren. Ja. Ja, wenn ich nicht irgendwie die ganze Zeit gegen die Wand fahren würde. Dann könnte ich mich revanchieren. Dann der Morgenstern. Oh. Alter. Was war das denn? Was? Hä? Ich hab mich gerade gedreht und dann... Oh nein, oh nein. Oh. Das war knapp. Oh Gott. Das ist knapp. Okay. Ich weiß nicht, ob der Stern jetzt noch besser ist, weil ich jetzt noch schneller bin. Ach guck mal, ich hab Bowser weggehauen. Seine eigenen Karte. Das ist natürlich... Ja, ich bin einfach mit dem Stern gegen seine Faust gefallen und dann ist er zusammengezuckt. Mega. Oh, ich merke gerade, also ich glaube, das ist mir tatsächlich einen Tacken zu schnell. Also ich finde zwar ultra geil, weil sich das total schnell und dynamisch anfühlt, aber wenn die Strecken jetzt hier komplizierter werden, dann bin ich aber hier am Ablosen. Ja, das ist, glaube ich, nur reine Übungssache. Ich finde es richtig genial. Ja, natürlich, klar. Ich müsste es jetzt erstmal ein paar Runden trainieren, bevor ich halt jetzt... bevor ich halt jetzt hier richtig ruhen würde, aber ich falle hier auch ständig aus den Kurven raus. Das ist so. Ich glaube, man muss jetzt auch erstmal sein Auto nochmal anpassen. Für die Leute. Ah, nein! Wo bin ich denn hergefahren? Ah, ich hab's verkackt. Ich glaube, du kannst noch nicht mehr verkacken, als ich jetzt hier getan habe. Ich war ja gerade. Ich bin Dritter. Ich bin Zwölfter, was soll ich denn sagen? Nicht schlecht, ey. Aber du kannst auf jeden Fall sagen, du bist auf 200 Kubik auf jeden Fall der solidere von uns beiden. Immer im zweistelligen Bereich. Vielleicht liegt das auch wirklich, vielleicht sind die Bikes einfach besser. Das ja, hatte, kann gut sein. Du hast auch unglaublich viel Handling gehabt. Das habe ich gesehen bei dir in den Stats. Dass du einfach ein bisschen handlungstechnischer besser drauf bist. Ja, und Tempo und Beschleunigung waren auch relativ gut wegen den Reifen halt. Also, scheint es in die... Und das finde ich dann auch wieder blöd, weil du siehst auch teilweise dann hier in den Highlights, dass auch Gegner, also die CPUs mit Motorrädern dann rumfahren. Ja. Und dann würde ich dann eher so sagen, dann könnte man so Klassen machen, also sprich Motorradklasse und... Ja gut, aber das hätten wir tatsächlich einstellen können, dass wir halt einfach nur gegen Autos oder gegen Motorräder oder so fahren. Aber das hatte ich ja extra auch freigelassen, weil du es ja auch einfach so machen kannst. Ui. Ui. Ah, das ist gut. Jetzt so. Toad, willst du nicht durchs... Nope. Nope, du bist nicht Zweiter. So, alles klar. Ja, es war sehr, sehr lustig. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Bevor ich jetzt hier noch mehr rumalbere in dem Highlight-Video, möchte ich doch sagen, es war meine Ehre, Ranton. Auch mir war es eine Ehre. Neben so einen großen Profi fahren zu dürfen. Hat man ja gerade gesehen, was für ein Profi ich bin. Ja, bei den anderen Rennen hast du halt gut. Ja, aber das war halt auch deutlich langsamer. Egal, wie auch immer, ich fühle mich trotzdem geschmeichelt. Und ja, wenn wir mal wieder Bock haben, warum schmeißen wir es einfach nicht öfter rein? Mal gucken. Ja. Bis dahin. Du kannst mir ja noch ein bisschen was beibringen. Das ist eigentlich ganz gut. Dann sind wir die Rulen, dann können wir immer gegen... Genau, wir üben noch ein bisschen und dann spielen wir noch ein bisschen online. Oder halt gegen Evil Joe und Artax, die natürlich jetzt davon noch nichts ahnen. Die gucken ja die Videos auch gar nicht. Nee, eben. Das sind ja alles unsoziale Arschlöcher. ziehen wir die ab. Genau, ja. Dann machen wir noch extra die Teams. Ja. Es gibt doch so Team, habe ich eben gesehen, oder? Ja, genau. Du kannst Teams quasi bilden, die dann quasi sich gegenseitig nicht attackieren können. Das wäre dann nämlich... Das ist ein Plan. Wenn wir irgendwann mal noch mal ein bisschen was einschieben müssen, dann warum nicht Mario Kart? Ja. Alles klar. Bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.